Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute mal meine PlayStation 3 Spiele vorstellen. Ja, dann fange ich direkt schon mal an. Das erste Spiel ist FIFA 10. Ja, was gibt es zu FIFA 10 zu sagen? Ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. Ja, das hier ist einmal die Rückseite. Und ja, ich habe es in meinem Leben nur einmal gespielt, weil ich nicht wirklich so Interesse an Fußball habe. Und ja, deswegen kann ich auch nicht so viel zu dem Spiel sagen. So sieht es von innen aus. Hier ist einmal Anleitung, alles Mögliche dabei. Und ja, das ist FIFA 10. Viel kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich es nicht viel gespielt habe. So, dann kommen wir zu Sims 3. Das war mein allererstes PlayStation 3 Spiel. Habe ich zu Anfangs viel gespielt. Jetzt aber leider gar nicht mehr, weil, ja, es macht nicht mehr so viel Spaß. Ich habe schon das meiste fertig. Und ja, gucken wir uns einmal innen drin an. So sieht's aus. Einmal die Rückseite. Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Nein, das ist gar kein Spiel, sondern eine PlayStation Network Karte. Ja. 20 Euro Guthaben. Ja, habe ich mir für Little Big Planet Inhalte geholt. Dann haben wir hier einmal die PlayStation Move Starter Disc. Ja, da sind Demos drauf, wie Sport Champion, Start Party, TV Superstars, The Shoot und iPad Move Edition. Ja, habe ich mal installiert, alles ausprobiert. Ich bin aber nie wirklich dazu gekommen, mir mal dafür Spiele zu holen, außer iPad. Und ja. Dann kommen wir zu Need for Speed Shift. Ja, das habe ich auch, das war auch einer meiner ersten Spiele, habe ich auch ganz viel gespielt. Habe ich auch, na, ich glaube noch nicht ganz durch, aber fast. Ja, einmal die Disc, einmal die Anleitung, das hier ist einmal die Rückseite. Gibt es nicht viel zu sagen, also so vom rein technischen, also HD ist es wirklich. Autos sehen auch fast aus wie echt und ja. Dann haben wir einmal Burnout Paradise The Limited Edition, Ultimate Box, Entschuldigung. Und unterstützt die PlayStation Eye Kamera. Ja, also das Spiel, also ich habe schon auf dem DS immer Burnout gespielt und ich finde es einfach nur noch Hammer, das Spiel. Man kann jetzt auch freie Fahrt machen und dann muss man immer zu so Kreuzungen fahren und dann kann man da so Missionen machen. Ja, Grafik ist auch wirklich gut. Autos wurden auch sehr gut animiert und so. Und ja, kann ich nur empfehlen. Dann haben wir hier einmal Grand Theft Auto 4. Ja, habe ich mir gekauft. Da war es noch richtig schön neu und so. Das Spiel, ja. Also, ich habe es mir in die Platinum Edition geholt. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr. Aber naja, ich wollte es unbedingt haben. Ich schätze mal, weil es dann billiger war. Und ja, also das ist wirklich, ich finde, das Spiel hat viele Nachteile. Zum Beispiel, wenn man jetzt um die Kurve fährt und so, da sieht man gar nicht mehr, wo man dann hinfährt, weil die Kamera immer noch in dem gleichen Winkel ist, wie du vorher gefahren bist und erst nachher dahin zeigt. Ja, das fand ich ein bisschen nachteilhaft und so. Und ja, aber sonst ist das Spiel eigentlich in Ordnung, kann man sich ruhig kaufen. Und ja, gucken wir uns einmal innen drin an. Hier ist einmal die LAN-Karte und dahinter ist noch die Anleitung, da sind noch ein paar Cheats. Und hier ist einmal die CD. Und ja, das war Grand Theft Auto 4. Jetzt kommen wir zu Grand Theft Auto 5, die Special Edition. Ja, die sieht so aus, mit ja, Silber, glänzendes Silber und so. Und ja, machen wir das Ganze mal auf. Das geht ein bisschen schwer so. Oh, ja, da ist natürlich die falsche CD drin, das sollte nicht passieren. Deswegen weiß ich jetzt gerade auch nicht, weil ich glaube ich, vorher Gran Turismo 5 gespielt habe. Aber,
Die CD, die sieht natürlich anders aus und so, ne? Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Das sollte nicht passieren. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber naja, hier ist die Anleitung auf jeden Fall. Das ist, so sieht man die. Und die CD, die kennt man ja auch von der normalen Edition. Also da ist nichts anders. Hier war natürlich noch ein Code dabei für extra Inhalte und so. Und ja. Auf jeden Fall animiert war es auch gut. Also es ist wirklich besser geworden im Gegensatz zu dem vorherigen Teil. So, dann kommen wir einmal zu Little Big Planet. Ich liebe Little Big Planet über alles, muss schon sagen. Das macht einfach nur Spaß, diese Spiele zu spielen von Little Big Planet. Und ja, das macht auch immer Laune. Man kann immer kreativ sein bei dem Spielen. Und ja, so sieht es einmal von innen aus sehr bunt gestaltet, muss man sagen. Dann kommen wir einmal zu Little Big Planet Karting. Ja, das ist auch ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Habe ich zwar noch nicht ganz durch, weil ich bei einem Level nicht weiterkomme. Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Man kann auch wieder kreativ sein und ja, also man kann auch eigene Rennstrecken erfinden und so und selber designen. Und ja, das macht halt einfach Spaß. Und ja. Dann kommen wir einmal zu Little Big Planet 2. Ja, das habe ich durch, muss ich dazu zugeben. Habe ich alle Trophäen und ja, das macht auch sehr viel Spaß. Ist besser als der erste Teil, das schon. Man kann auch viel, viel mehr jetzt so programmieren und so. Und ja, so sieht es von innen aus und so von hinten. So, dann kommen wir zu iPad, die Move Edition. Ja, so sieht es von hinten aus, so von vorne. Ja, das habe ich auch früher sehr, sehr viel gespielt und hat auch viel, viel Spaß gemacht. So sieht es einmal von innen aus. Alles vollständig. Und ja. Bei der anderen Edition, wo ohne Move Edition ist, da ist ja dann noch so eine Karte dabei. Aber hier nicht. So, dann kommen wir zu Formel 1 2010. Ja, dazu kann ich leider nicht viel sagen, weil ich es einfach nur einmal gespielt habe. Ich wusste nicht, ich habe mich da überhaupt nicht zurechtgefunden, wie ich da jetzt überhaupt was spielen kann. Und ja, deswegen, ich muss dann, glaube ich, nochmal vorbeischauen, wie das so alles funktioniert und so. Ja, gucken wir mal von innen. Ja, so sieht es von innen aus. Sieht auch sehr schön gestaltet aus. Und ja. So, dann kommen wir zu Mod Nations Racers. Ja, ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Kann man auch schön kreativ sein, wie bei Little Big Planet. Und ja, da kann man auch online spielen, kann man bei Little Big Planet Karting auch, aber hier kann man es auch. Und ja, das macht einfach auch sehr viel Spaß. Und ja, so sieht es von innen aus auch sehr bunt gestaltet, muss ich sagen. So. Dann kommen wir zu Need for Speed Hot Pursuit. Ja, das ist auch ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Aber jetzt nicht das Beste der Need for Speed Reihe. Aber das ist trotzdem wirklich gut. Die Grafik ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ja, gucken wir uns das mal von innen an. Sieht auch alles perfekt aus. Ja, und ich kann es eigentlich auch jedem empfehlen, der nicht viel Geld für so ein Need for Speed Spiel ausgeben möchte. Und ja. So, dann kommen wir zum letzten Spiel. Das ist einmal Grand Turismo 5. Ja, da war ja die CD jetzt bei GTA 5 drin. Guck, hier ist sie nämlich nicht drin. Aber so sieht zumindest die Anleitung aus. Und ja, das tut mir jetzt auch leid, dass das so passiert ist, dass die CDs ein bisschen vertauscht waren. Sollte normalerweise nicht so sein im Video, aber naja, kann man nichts jetzt dran ändern. Und ja, so sieht es von hinten aus, so von vorne. Also das spiele ich auch sehr gerne, weil man kann sich da echt Autos kaufen, Autos tunen, man kann mit Freunden austauschen und so. Und ja, und die Level, die sind auch jetzt nicht gerade so schwer. Also die sind machbar. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich habe schon mal Videos gemacht, wo ich meine Spiele vorgestellt habe, bloß von anderen Konsolen. Die werde ich hier jetzt mal einblenden. Da könnt ihr ja mal schauen, was euch noch interessiert. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video.